Ich habe mal gelernt, das Intro ist das Schwerste, was man eigentlich machen kann, weil damit kann man sich den ganzen Talk versauen. Moritz hat mir vorhin erzählt, dass er in der Schule irgendwann, im Gymnasium irgendwann mal ein LK Physik hatte. Der hat sich nie wieder gedacht, dass er jemals damit wieder anfangen würde. Heute erzählen wir euch ein bisschen was, wie kommt das Licht von Hamburg nach Stuttgart. Wir wissen, wir haben die Primetime heute Abend, 19 Uhr. Wir wollen euch gar nicht großartig langweilen, um 19.40 Uhr kommt GZSZ. Wir wissen das. Ansonsten gibt es noch kurz was zu sagen. Es ist unser Jubiläumstalk heute. Das erste Jubiläum. Es ist der erste Talk, den wir auch zusammenhalten. Von daher lasst uns das irgendwie nachher vielleicht irgendwie noch auf ein Bier feiern oder irgendwas. Wir verzichten auf schlechte Max- und Moritz-Witze. Ich heiße Marc, er heißt Moritz. Und von daher würde ich gerne einfach übergeben an seinen Teil. Herzlich willkommen. Ja, nach so einer wundervollen Anmoderation darf ich natürlich auch anfangen, damit den Marc vorzustellen. Er baut lange Strecken quer durch Deutschland und dann steht noch so ein bisschen dran, was er tut, wo man ihn erreichen kann. Kann ihn auf Twitter followen, da freuen sich alle immer drüber. Oder ihn mit Mails zu spammen, auf irgendwelchen Mailinglisten eintragen, er freut sich richtig drüber. Mich selber auch sehr gerne. Genau. Falls ihr irgendwelche Fragen im Nachgang habt, dieses Slide ist quasi das, wo ihr Leute nerven könnt. Fangen wir mal mit kurzen Grundlagen an. Mein ISO-OSI-Layer, das sollte vielleicht jedem mal bekannt sein. Für das, wovon wir jetzt reden, haben wir es trotzdem einfach nochmal ein bisschen angefasst. Und wir beginnen nicht bei Layer 1, sondern bei Layer 0. Sprich, wir haben so Sachen wie Wegerechte. Ja? Wer darf überhaupt auf diesem Stück Flur bauen? Wir haben Trassen, wir haben die ganzen Rohre da drin, Kabeln, Fasern. Also eigentlich alles, was total langweilig für uns Nerds ist, weil es bringt einfach absolut gar nichts. Ja? Total doof. Layer 1, da fängt es dann lustig an zu blinken. Für uns ist es jetzt hier ein XWDM. Ich komme später noch dazu, was es ist. Im Weitverkehr ist dann recht spezifisch ein DWDM. Layer 2 ist Switching. Layer 3 Routing, klar, kennt ihr alle. Layer 4 bis 7 ist dann eh nur Packet Overhead. Und Layer 8 ist meistens ein Problem. Gut, Layer 0. Was haben wir? Für uns immer ganz wichtig, Dark Fiber. Ja? Wir können unseren Spaß hier nur machen, wenn wir eigentlich kein Licht auf der Faser haben, sprich wirklich nur Glas von A nach B. Darauf können wir eigentlich machen, was wir wollen, wie wir wollen. Wir können da Sachen mit Internet drüber machen, wir können da aber auch ganz andere Dinge drauf tun. Es ist im Endeffekt von der Bandbreite her komplett unlimitiert. Das Einzige, was uns hier limitiert, ist die Technik und die physikalischen Grenzen natürlich auch noch. Generell für den Talk vielleicht wichtig, das Ganze hier ist Physik, ja? Auch wenn ich das mit einer 5 in meinem Abitur stehen habe. Das ist Physik, da kann man nichts dran ändern. Das Licht wird nicht schneller, weil ihr euch das wünscht. Das Licht wird auch nicht irgendwie schneller, weil ihr da mehr Bandbreite drauf schiebt, sondern das gibt halt die Lichtgeschwindigkeiten, das ist halt eine Konstante. Genau, Layer 0, wie kriegt man das hier in Deutschland? Man kauft sich das irgendwo ein, das sind dann die sogenannten Carrier. Ja, da, ja. Geht mit ihm Chunk tricken, vielleicht kriegt er so einen Zentimeter Glas dafür. Genau, und dann gibt es irgendwelche Leute, so wie mich, die dann darauf ihre Technik betreiben. Dazu braucht man aber auch noch andere Layer 0 Dinge, natürlich die Faser, klar, aber eben auch einen Rack, Klima, Strom, man möchte da vielleicht auch noch reinkommen irgendwann und man braucht Repeater-Standorte, sehen wir auch gleich noch. Generell, wenn wir was bauen für den Weitverkehr, haben wir dann ein Faserpaar von A nach B, keine Ahnung, bei uns jetzt von Hamburg nach Stuttgart. Ein Faserpaar, eine Richtung Receive, eine Transmit und dann kommt das schon irgendwie klar. Es geht auch bidirektional, allerdings dann nicht mehr über so eine große Strecke. Aber im so Stadtnetzgebiet, Fiber to the Home, was man da so sieht, diese ganzes OTN-Zeug, das vielleicht manche Stadtwerke machen, geht meistens über eine Faser. Viele Worte, wie sieht das eigentlich am Ende vom Tag aus? Wir haben irgendwelche Hütten, die sehen total unspektakulär aus. Man fragt sich immer, was da drin passiert. Das sind nicht alles Netzumspannwerke oder sonst irgendwas. Manchmal ist da drin auch Internet. Weiß nicht, wo ist das da links? Du hast das Foto gemacht. Ja, das links ist in Schleswig-Holstein in Störkarten, falls es jemand suchen will. Genau. Ich habe selbst knapp eine Stunde gebraucht, bis ich es gefunden habe. Ja. Genau, Rohre und Trassen, so sieht es dann mal unter dem Boden aus. Glücklicherweise scheint da kein Bagger reingefasst zu haben. Passiert auch öfter, als man denkt.
Genau, und am Ende vom Tag möchte man das dann irgendwie noch verschalten und dann möchte man auf seine Kabelführung achten, dann sieht das ungefähr so aus. Negativbeispiele kennt sicher jeder gut genug. Wer weiß, wo das Bild in der Mitte aufgenommen ist, kriegt nachher ein Bier. Bestimmt auch irgendwo in Schleswig-Holstein, ja. Genau, diese Repeater-Standorte oder generell diese Dinge sind natürlich keine Datacenter. Die haben nicht diese Dinge, die man normalerweise im Rechenzentrum hat, eine ordentliche Klima, sauberen Zutritt, ISO 27001 nach BSI-IT-Grundschutz, wie man das hier in Deutschland braucht, sind auch nicht TÜV-zertifiziert oder sowas, sondern das sind einfach irgendwelche Dinger, die sind gesichert, aber halt nicht nach den höchsten Normen und sonst irgendwas. Haben auch keine tolle Klima und viel wichtiger für die meisten Leute, die Server betreiben, da drin ist meistens nur Gleichstrom auf 48 Volt, keine 230 Volt, das heißt, eure tollen Server brauchen ein neues Netzteil. Genau, sind meistens recht hässliche Gebäude, stehen irgendwo an der Autobahn oder wie da oben das mittlere Bild, irgendwo am Strand, das ist eine Seekabelendstelle. Genau, da drin lebt das Internet so ein bisschen. Gut. Layer 0, so weit, so gut. Was ist eigentlich dieses WDM, das wir dazu brauchen? Ich wurde mal gebeten, WDM für einen Kunden mit einem Bild zu erklären und mir ist nichts Dümmeres eingefallen als das hier. Was heißt das prinzipiell? WDM steht für Wave Division Multiplexing, nicht Damage, wie ich mal gelernt habe. Das ist jetzt so ein Insider von der Konferenz. Was heißt das für uns? Licht kann mehrere Farben, also Wellenlängen eigentlich haben, aber eigentlich jeder spricht von Farben, wenn man in dem Mittel unterwegs ist. Sehen wir hier. Ich habe mich in PowerPoint verkünstelt. Ich bitte das zu wertschätzen. Ich habe mir extra für diesen Talk PowerPoint gekauft. Mhm. Dieses Licht, das wir dann haben, ja, mit mehreren Farben, kann aufgeteilt werden. Dann setzen wir da also so einen Demultiplexer hin. Und dann kommt eben aus diesem wundervollen Regenbogen, der links reinkam, kommen die einzelnen Farben raus. Hat jeder wahrscheinlich in der Schule im Physikkurs, haha, schon wieder so eine Referenz, schon mal gesehen. Sieht dann ganz toll aus. Bei uns in der Übertragungstechnik ist es eigentlich kein Prisma, aber der Einfachheit halber ist es halt doch ein Prisma. Ja. Und das Ganze geht natürlich auch andersrum. Das heißt, ich kann auch von einem grünen Licht kommen und das dann irgendwie mit noch einem gelben und einem orangenen zusammenpacken und dann geht's auf die Strecke. Wenn man sich das Ganze dann mal anschauen möchte, wie das aussieht in unserer Übertragungstechnik, haben wir ein sogenanntes OSA, einen optischen Spektrum-Analyzer. Und dann sehen wir jetzt hier zum Beispiel, wir haben vier ganz tolle Kanäle. Genau. Der rechte ist ein bisschen kleiner, der ist ein bisschen dicker, das ist 100G, die anderen sind 10G. Wir haben sie alle lieb. Gut. Layer 1 im Weitverkehr haben wir also meistens DWDM. Generell, es gibt auch noch einen CWDM und so weiter, aber wir machen jetzt mal keinen WDM-Vortrag. Wenn ihr da Bock zu habt, sehr gerne, sagt uns Bescheid. Wir wollten einfach... Okay. Nächstes Mal dann, ja. Wir wollten uns einfach mal so einen Einblick geben, weil unseres Wissens noch niemand auf so einer Chaos-Konferenz über wirklich Infrastruktur, Übertragungstechnik geredet hatten, weil da, glaube ich, generell wenig Leute auf unserem Kreis drüber reden. Genau. Üblicherweise haben wir so eine Kapazität von einer Faser, wo wir 40 wählen, das kann so jeder, 80 eigentlich auch, 96 ist dann schon so ein bisschen, naja, komische Dinge, die man kaufen kann. Es gibt auch noch 128, je nachdem, was man da möchte, aber 40 bis 80 ist so der Standard, den ihr einfach recht simpel kaufen könnt, wo man nicht viel nachdenken muss, einfach machen kann. Pro Wellenlänge ist jetzt auch mal grundsätzlich gesagt, können wir 100G nutzen, wenn wir es durch ganz Deutschland schieben wollen. Es geht aber auch noch mit mehr, also wir können da auch 200G, 400G drüber transportieren. Das ist dann eine Frage der Technik. Aber so wie wir es jetzt haben, so wie es mal einfach ist, was man einfach kaufen kann, haben wir 9,6 Terabit auf einer Faser. Ich glaube, das reicht erstmal. Das Schöne daran ist, dadurch, dass wir hier eben auf Layer 1 uns bewegen, wir sind hier komplett protokolltransparent, das heißt, ob ihr da jetzt Ethernet, Fiber Channel oder sonst irgendwas drüber schiebt, ist im Endeffekt eine Sache der Applikation hinten dran, der Anwendung hinten dran. Ja. Und wir haben eben dadurch, dass wir hier kein MPLS transportieren, nicht noch irgendwelche Routing-Protokolle drüber haben, haben wir eine garantierte Bandbreite. Das ist auch sehr schön. Das heißt, wir teilen uns das mit niemand. Das ist unser optisches Fenster, was da drin passiert, ist unseres. Dass man sich das mal vorstellen kann, wie sowas aussieht. Ganz links sind Systeme, die einfach mal nur 10G schieben. Das heißt, wir haben eigentlich eine gelbe Seite, die ist unten, die geht auf die Strecke. Auf der oberen Seite, der schönen hellblauen, haben wir unsere ganz normalen Multimode-Fasern.
da steckt dann der Kunde seinen Dienst auf und ist froh und der untere Teil transportiert es im Endeffekt. In der Mitte haben wir ein System, das aus 10x10G 100G macht. Das heißt, wir können da ein bisschen kleinere Dienste in den großen einpacken und den dann übertragen. Macht es für die Übertragungstechnik einfacher. Und rechts ist, glaube ich, auch nochmal so ein normales 10G-System mit noch ein bisschen Filtern drin und so weiter. Prinzipiell, was man da in dem mittleren Bild ganz schön sieht, oben haben wir unsere Transceiver, die schicken das Signal raus und unten haben wir dann unseren Filter, der das dann eben zusammen multiplext oder wieder demultiplext. Es hat dann so einen schönen Namen, diese 10x10G-Kisten, die nennen sich dann Muxponder. Hat sich irgendjemand mal ausgedacht irgendwie. Also ein multiplexender Transponder mehr ist es am Ende des Tages nicht. Genau. So, haben wir mal gesehen. Wie berechnen wir denn da, was gibt's für Kenngrößen, was müssen wir da eigentlich machen? Was interessiert uns eigentlich? Ja, wir haben einen Laser. Mit diesem Laser schicken wir irgendwie raus, der hat irgendwie eine Power. Kommen wir gleich zu. Wir haben diesen Filter, der hat eine Dämpfung von der Leistung einfach. Die Faser genauso, ja, wir schicken das irgendwie auf die Strecke und irgendwann kommt halt von der Taschenlampe auch kein Licht mehr an. Und eine Latenz ist immer für uns auch noch ganz spannend. Wir haben in der Glasfaser keine Lichtgeschwindigkeit, weil die eben einen höheren Brechungsindex hat. Dementsprechend bewegen wir uns so grobe Hausnummer mit 2/3 der Lichtgeschwindigkeit. Dinge, die auch noch wichtig sind, aber dann auch eher im Weitverkehr, sind OSNR, also Optical Signal to Noise Ratio, also Signal-Rauschabstand, erzählt der Marc noch mal was zu. Eine chromatische Dispersion, aber eigentlich nur so auf Bandbreiten mit 10G, bei 100G haben wir das hoffentlich meistens nicht mehr. Und die letzte Formel habe ich einfach nochmal hingeschrieben, weil man sie irgendwann mal brauchen wird. Licht hat ja nicht nur eine Wellenlänge in Nanometer, sondern auch eine Frequenz und das hilft euch beim Umrechnen. Beispiel. Wir haben unseren SFP. Ich habe jetzt einfach mal Dinge genommen, die ihr heute so kaufen könnt, damit das jeder nachvollziehen kann. Wir nehmen den SFP von der Firma Flex Optics, die kennen wahrscheinlich auch die meisten hier, und schauen da in die Spec rein. So, wir haben Transmit Min, also unsere minimale Output Power von plus 0 dB und wir können empfangen bis minus 23 dB. So, also haben wir unseren Laser. Wollen wir noch irgendwo reinstecken, kaufen wir uns einen optischen Filter, gibt es bei der Firma Cube Optics zum Beispiel, der hat einen Insertion Loss, sprich, wie viel verliere ich, wenn ich da mein Licht reinstecke? Hier, kleiner 5 dB, wir machen eine Worst-Case-Rechnung, nehmen wir einfach mal diese 5 dB mit. Und wir haben eine Phase, die kaufen wir irgendwo ein, kriegen dann immer so ein UTDR-Messprotokoll, das wollt ihr immer haben, wenn ihr irgendwie eine Phase kauft. Übrigens nebenbei, ihr wollt auch noch einen Trassenplan haben, weil wenn ihr Redundanzen baut, wollt ihr auch sicher gehen, dass die Dinge nicht in der gleichen Trasse liegen. Das hat, glaube ich, jeder schon mal gelernt, der hier gerade lacht. Ja. Betonplatten zwischendrin sind manchmal auch eine Redundanz. Meistens, genau. Dann kommen da eben auch so Werte raus. Ja, wir sehen's ganz gut. Wir haben jetzt hier auf der gesamten Strecke von 12,4 Kilometer haben wir eine Dämpfung von 3,24 dB. Und eben im Schnitt eigentlich, wie ich vorhin sagte, 0,25 dB wäre ein guter Wert. Jetzt sind wir hier bei 0,28. Aber mein Gott, ist halt so. Wenn man halt bei dem einkauft. Ja. Das heißt, der Mittelwert da nicht irgendwie irrelevant, sondern der Maximalwert ist doch das Wichtige. Genau. Der Mittelwert ist eigentlich komplett irrelevant, ist eher nur so für eine Faustformel, wenn man mal planen will. Weil meistens kriegt man vom Hersteller eben auch nur so, ja, wir sind besser als 0,23, 0,25 dB. Und den Wert am Ende kriegt man halt erst, wenn die Faser wirklich durchgespleist ist. Ja, du brauchst ja als Planungsgrundlage, wenn du heute irgendwie ein System baust, kriegst du typischerweise halt irgendwie deine Länge oder deine ungefähre Länge von deinem Netzbetreiber. Und da sagt er halt, wir gehen davon aus, dass wir bei einer 80 Kilometer oder beim 100 Kilometer Span zum Beispiel im schlimmsten Fall mit 0,25 dB pro Kilometer rechnen. Und darauf kannst du gucken, schafft es mein Verstärker? Muss ich sonst irgendwas anderes tun? Komme ich mit einer normalen Optik aus? Wie auch immer. Also so eine grobe Hardware-Vorauswahl. Okay, machen wir Mathe, wie damals in der Schule. Wir haben ein Near-End, also der SFP bei uns quasi, Transmit-Power von plus 0, dann stecken wir das in Filter, verlieren wir 5 dB, sind wir also bei minus 5. Dann gehen wir auf die Faser, sind dann bei minus 8,24. Dann gehen wir nochmal eben in den Demultiplexer, sind dann bei minus 13,24. Und genau das kriegen wir dann am Far End, das sind diese wundervollen Abkürzungen, die in jedem System drin sind. Das kriegen wir minus 13,24 dB, wie wir vorhin in der Spec gesehen hatten. Wir können bis minus 23, also alles gut.
eigentlich alles recht simpel, alles schöne Mathe. Und wenn wir jetzt noch unsere rein optische Latenz ausrechnen wollen, machen wir noch ein bisschen mehr Mathe, nehmen also das mal 2/3 der Lichtgeschwindigkeit und kommen auf 0,06 Millisekunden One-Way, das heißt Roundtrip Latency ist 0,12. Die minus 10 dB Power Budget, die wir hier drin noch haben, sind zum Beispiel für schlechte Patchkabel, ungereinigte Patchkabel, wie auch immer. Ja. Also 10 dB kann man schon mal verlieren, wenn man nicht putzt, ja. Aber da kommen wir später auch nochmal zu. So, das war jetzt Mathe. Mathe tut immer weh. Da braucht man ein schönes, kleines, niedliches Hamsterchen. Aber alles, was niedlich ist, das tut auch irgendwann noch weh. Und bei uns sind es dann durch schlechte Wortwitze. Ja. Genau. Und mit dieser wundervollen Überleitung übergebe ich an Marc. Ja. Genau. Gut, der Wortwitz kam offenbar an. Wir hatten ein kleines Problem. Wir hatten lange, lange Zeit an diesem extrem schlechten Witz gefeilt, hatten den Talk angemeldet und hatten die Problematik im Fahrplanstand, wie kommt das Licht von Stuttgart nach Hamburg, also STR Hamm. Moritz hat keine Kosten und Mühen gescheut und hat gebeten, könnt ihr das aufgrund dieses dummen Witzes bitte nochmal umschreiben. Vielen Dank auch in dem Fall an die Neustrukturierung des Fahrplans, auch wenn es nur ein Wortdreher war. Ja, wir haben mal versucht zu verdeutlichen, was an Backbone-Infrastruktur, das sind keine kleinen FTTH-Netze irgendwo mit hinterlegt, in Deutschland liegt. Das versucht mal so ein bisschen zu verdeutlichen. Das sind so die typischen Weitverkehrsstraßen, die wir hier im Land haben. Wir haben uns die Strecke Hamburg-Stuttgart angeguckt. In Hamburg gibt es eine typische Lokation, das ist die Wendenstraße, die hat wahrscheinlich auch schon mal jeder gehört. In Stuttgart gibt es ein paar verschiedene Datacenter-Lokationen, wie auch immer. Es ist ein gemeinsames Projekt in der Tat von uns. Der Span ist zusammen 885 Kilometer lang. Der ist zur besseren Orientierung, der geht quasi einmal über den Standort Hannover, das ist die Lokation Nummer 3. Der geht über den Standort Nummer 7, das ist in Frankfurt. Und alles zwischendrin sind Repeater, die da verbaut sind. Das sind diese netten Rasenmäherhütten, die Moritz vorhin schon mal gezeigt hat. Wir haben mal versucht, so eine Strecke mit einem KPI, also ein Key Performance Indicator, zu bewerten auf Basis einer reellen Messung. Wir kennen die Faserlängen dazwischen drin. Die Gesamtstrecke liegt bei 885 Kilometer. Und wir haben den Roundtrip Delay diesmal gemessen auf dem GR2. In dem Fall von Hamburg nach Stuttgart und zurück von 10,7 Millisekunden. Wenn man sich das gegenrechnet, inklusive der Serialization, die wir im GR2 noch haben, passt dieser Wert ziemlich genau auf die Formel, die wir auch tatsächlich vorhin da gezeigt haben. Das Ganze einfach mal irgendwie als Kenngröße dazu. Wir wollen heute einfach mal kurz verdeutlichen, was machen wir eigentlich, wenn wir so eine 10G-Wave schalten. In dem Fall war die Anforderung, dass wir als Client-Interface ein GR2 haben, also sprich ein 10G-Ethernet-Interface. Moritz hat vorhin schon mal erzählt, wir sind ja protokolltransparent. Von daher, es ist vollkommen Wumpe, was wir da reinschütten. Wir müssen es bloß wissen, was wollt ihr in dieses Interface reingeben. Ob das eine STM64 ist, ob das ein Fiber-Channel ist, ein Ethernet oder was auch immer. Irgendwann fährt mal einer raus, geht in diese Rasenmäherhütte rein, respektive in das Datacenter, in die Kohlefläche, wo auch immer eben das entfernte Ende steht. Also in dieser AB-Beziehung, die ist absolut deterministisch. Das heißt, wir legen den Weg vorher fest, diesen Pfad. Das hatten wir vorhin über diese Strecke, über diese 885 Kilometer. Wir stecken ein Netzinterface in das DWDM-Equipment. Das ist typischerweise, bei uns ist es ein Tunable-Transceiver, sodass wir da relativ flexibel sind in den Wellengängen. Stecken den auf den Multiplexer und den Demultiplexer. Das hat Moritz vorhin schon mal schön beschrieben, was die Kisten eigentlich tun. Und machen das eben auf beiden Enden, sodass sich diese Kisten hoffentlich dann nach Konfiguration eines Trails irgendwann sehen. Dieser Trail schimpft sich dann OTU2E, das ist eine Optical Transport Unit. Die OTU2 ist eine typische 10G und das I haben wir in dem Fall für Ethernet nochmal als Bezeichnung. Und die wird dann tatsächlich in einem Netzmanagementsystem, zeige ich nachher nochmal ganz kurz, wie sowas aussieht, das ist sehr proprietär, von Hamburg nach Stuttgart konfiguriert. Das heißt, da sitzt irgendwo einer im Log und tut das. Wir können dann, wenn wir diese Interfaces gesteckt haben, und gucken, ob dieser Link hochkommt, nachdem wir alle Stecker geputzt haben. Wir werden das noch mehrfach wiederholen heute Abend und alle Biegeradien eingehalten haben, etc.
gibt es einen sogenannten PRBS-Test, einen Pseudo-Random-Bitstream-Test, in dem man tatsächlich eine Loop auf der Optik schaltet. Das heißt, du musst keinen Hardware-Loop schicken, sondern du kannst einen Loop auf der Optik schalten, das ist ein Software-Loop. Und der ist entweder auf der Client- oder auf der Client-Seite verfügbar. Und damit können wir sehen, indem wir tatsächlich, das ist eine Art Bit-Error-Rate-Test, also ein BERT, der da läuft, um zu sehen, läuft die Verbindung fehlerfrei, werden Pakete gedroppt, was auch immer. Dann schalten wir irgendwann die Client-Optiken da drauf und messen diese Strecke service-spezifisch. In dem Fall haben wir hier eine 10 GE, die haben wir als IFSM gemessen mit den typischen KPIs, die wir da eben in dem Messprotokoll haben. So eine Strecke ist relativ lang. Dazu gibt es ein Thema, das nennt sich 3R. Das ist eine längenabhängige Regeneration. Wenn man heute Licht irgendwo in einen Filter schickt, in eine Faser, man kann das immer schön vergleichen. Ihr nehmt eine Taschenlampe, leuchtet in den dunklen Himmel. Dieser Strahl, der ist relativ konstant und irgendwann bricht er quasi oben weg. Also je weiter der halt hochgeht. Und so diffus wird dieses Licht tatsächlich. Dieses 3R nennt sich heute Retiming, Reshaping, Reamplification. Das ist am Ende des Tages nichts anderes als eine Signalaufbereitung. Wir haben das mal versucht, da unten in so einem kleinen Bildchen darzustellen. Genau, es ist also quasi das Signal, was vom Laser kommt. Dann haben wir noch ein Signal, was irgendwo ankommt. Dann verstärken wir das Signal noch ein bisschen. Das sind sogenannte EDFA-Verstärker, die da drin sind. Es gibt, um gar nicht großartig in die Abhandlung zu gehen, es gibt noch einen sogenannten Raman-Verstärker. Das würden wir euch gerne, wenn ihr wollt, vorhin hat schon mal jemand Bescheid gesagt, gerne in einem anderen Talk mal noch irgendwie zeigen, was man damit machen kann, wo die physikalischen Grenzen da liegen. So eine Regeneration oder diese 3R ist tatsächlich längenabhängig. Die ist abhängig davon, wie lang ist die Faser, was für eine Qualität hat die Faser, wie viele Verstärker sind da drin. Jeder Verstärker generiert ein eigenes Rauschen, das summiert sich auf. Und irgendwann gibt's mal diesen Begriff, das hat der Moritz vorhin auch schon mal kurz angerissen, das ist dieses sogenannte OSNR, das ist der Optical Sign to Noise Ratio. Und der liegt tatsächlich bei so einer Optik momentan bei ca. 15 bis 18 dB. Kommen gleich nochmal dazu, wie dieses Verhältnis aussieht. Es ist im Endeffekt ist das nutzbare Signal, das nutzbar verwertbare Signal, das zwischen dem Nutzpegel und dem Rauschen stattfindet. Warum ist denn das Signal vom Laser als Dreiecks? Also ich meine, das ist doch nur an- und ausgeschaltet, oder? Und nicht dreieckig. Und das müsste auch rechteckig sein. Da muss ich dir momentan zustimmen. Danke für die Anmerkung. Also auch nur das saubere Verhältnis quasi von dem eigentlichen nutzbaren Pegel von dem OSNR und dieser verwertbaren Wellenlänge, in dem quasi der Transceiver auf der Gegenseite, also zwischen A und B und B zu A, der garantiert auch ein brauchbares Bitfehlerratenverhältnis. Das heißt, wie viele Fehler in einer Anzahl der übertragenen Bits auftreten dürfen. Das Verhältnis liegt bei 10 hoch minus 8 in dem Fall beim Ethernet. Und dazu können wir uns mal dieses Bild angucken. Das ist der gleiche OSA-Screenshot, den der Moritz vorhin schon mal gezeigt hatte. Wir haben hier oben, wie ihr seht, das ist der Pegel. Der liegt irgendwo bei 3,6, 3,7 dBm. Wir haben hier unten unser Rauschen. Das ist das da. Und da es ein Signal-Rausch-Verhältnis ist, gibt es jetzt wahrscheinlich keine Überraschung, dann ist das der Signalrauschabstand. Genau. Den gibt es auch in ganz normalen Übertragungsnetzen, Breitbandkabelfernsehen, wie auch immer. Daran wird einfach die Güte eines Signals bewertet, die man tatsächlich braucht am Teilnehmeranschluss, am Empfängeranschluss oder eben an so einer Optik am Ende des Tages, um ein verwertbares Signal zu haben. Wir haben hier mal einen Screenshot aus so einer Verbindung. Das ist ein OSA, den wir persönlich in einem Netzmanagementsystem haben. Da kriegt man mal so Kenngrößen raus von 10G-Verbindungen. Das sind so ein paar Wellenlängen, die wir da durch so einen Filter jagen. Und hier vorne sind so die typischen Pegel. Die können ein bisschen variieren. Die kriegt man dann immer auf Gerte 0,1 dB irgendwo eingepegelt und hat dann da hinten irgendwie dieses Signal-Rausch-Verhältnis. Das ist entgegen der Mindestanforderungen, die wir jetzt hier haben, von diesen 15 bis 18 dB, abhängig vom Transceiver, ist das relativ hoch in diesem Netz. Das heißt, das ist eine Messung, die hat stattgefunden relativ nah hinter dem eigentlichen Einkoppeln der Transponder in den Filter.
Das heißt, wir haben jetzt hier die Möglichkeit quasi über die Strecken dürften wir tatsächlich jetzt im Bereich maximal 17 dB verlieren. Dieses OSNR, das tun wir auch über bestimmte Strecken einfach, weil sich dieses Rauschen aufschaukelt durch das Addieren von Verstärkern. Und irgendwann kommen wir eben in diesen Regenerationsbedarf. Den kann man sich errechnen, den muss man einfach irgendwie in der Netzplanung mit berücksichtigen. Genau. Ich habe mal versucht, dieses Messverfahren hier darzustellen. In dem Fall haben wir hier eine Verbindung, die geht von Jahnfelden nach Frankfurt. Das ist die hier oben. Jetzt wissen wir auch, wo sie hingeht. Jahnfelden ist bei Stuttgart, wer es kennt. Also Jahnfelden nicht Stuttgart. Das ist tatsächlich irgendwie dieser Gerntransceiver. Da liegt eine Verbindung drauf, die wir beide zusammen geschaltet haben. Und das ist so ein Test, der da auf dieser Pseudo-Random Bitrate, Bitstream-Test, in dem er einfach darstellt, ist die Verbindung sauber, treten irgendwelche Fehler auf, irgendein abnormales Verhalten. Das ist nochmal kurz ein Auszug aus so einem Messprotokoll aus dem IFASEM. Das ist in dem Fall ein Exfo-Tester, nur dass man es einmal gesehen hat, was da am Ende des Tages rauskommt. Könnt ihr euch gerne nachher, wenn ihr euch die Folien irgendwo runterladet, gerne nochmal zu Gemüte führen, Bitfehler zählen, wie auch immer. Ansonsten ein Thema, was mich momentan stark betrifft im Bereich des Engineerings. Ich fand das Symbol irgendwie so schön, dieses Thema Alien Wavegangs. Eine Alien Wavegangs ist ein Mischprodukt, das ist ein Zwitter. Es ist keine Dark Fiber, es ist aber auch keine gemanagte Bandbreite in einer Wellenlänge. Dennoch kommt der Begriff Wellenlänge darin vor. Eine Alien Wavegangs ist nichts anderes als, ich nenne es jetzt mal Kannibalisierung eines DWDM-Systems, indem ich quasi einem Kunden, einem Dritten, rein ein Lambda zur Verfügung stelle und der Kunde kann mit seiner eigenen Hardware diese Wellenlänge nutzen. Darüber hatten wir vorhin mit diesen sogenannten Muxpondern gesprochen. Die nehmen zum Beispiel 10x10G, packen die auf eine Wellenlänge, auf eine 100G-Wave. Die würde der Kunde quasi in diese Alien-Wave reinschicken. Die ist für mich tatsächlich relativ schwer monitorierbar, einem gewissen Punkt. Wir wissen, dass jeder Kanal 50 GHz breit ist. In dem Fall ist das systemabhängig. Wir stellen in der Tat wirklich nur eine passive Wellenlänge oder eine Farbe bereit, geben dem Kunden die Möglichkeit, dass er selbst keine Hardware auf der Strecke aufbauen muss, nur am A- und B-Ende. Das heißt, es ist eigentlich nichts anderes als eine Dark Fiber auf einem Wellenlängenkonstrukt. Der Kunde ist für seine eigenen Dienste verantwortlich, da es keine gemanagte Bandbreite ist. Das heißt, er muss die volle Kontrolle über seine Systeme haben, auch im Gegensatz, im Zusammenspiel dann eben mit dem Wellenlängensystem, dass er nicht sagt, ich probiere mal aus, wenn ich jetzt mal so ein Dämpfungsglied abziehe und fahre mal mit 10 dB mehr in dieses Spektrum rein. Das merken wir relativ schnell. Das wird der Kunde am Ende des Tages auch merken, weil wir diese Wellengänge dann am Ende des Tages im Filter einfach droppen müssen. Stand heute können wir im 50 GHz-Bereich ca. 200 Gigabit übertragen, oder nicht ca. 200 Gigabit, sondern wir können 200 Gigabit übertragen, oder typischerweise, was man heute einen Anwendungsfall findet, sind diese 10x10G-Muxer. Ich sagte vorhin, die ist nur bedingt monitorierbar. Ich kann sie nur an den Punkten monitorieren, indem sie wirklich durch meine Systeme laufen, die auch innerhalb des Netzmonitorings sind. Ich habe aber keinen Einfluss auf die eigentliche Hardware des Kunden. Das heißt, ich weiß nicht, ob sein Laser an ist, ob der Laser irgendwas Seltsames macht, ob sein Patchkabel kaputt ist, wie auch immer. Es ist kein standardisiertes Produkt. Es gibt eine ITU-Normung dafür, für eine 10G-Wave. Das ist die, falls es jemand nachlesen will, die ITU 6982, nennt sich dort Blacklink. Und wir versuchen momentan in einem Feldtest, Proof of Concept, wie immer man das nennen will, das Ganze zwischen Hamburg und Berlin mal darzustellen. Wir haben da ganz klassisch zwei GR2-Maschinen, also eine hier, fügen da in dem Fall eine C-Band-Optik ein. Das C-Band ist das Übertragungsspektrum, in dem wir uns befinden, also dieses Wellengängenkonstrukt. Fügen das direkt in den Filter, braten das durch die Verstärker mit durch und schieben es am anderen Ende wieder mit raus und freuen uns, wenn die beiden Kisten sich untereinander sehen. Ich weiß, da fehlt noch ein, zwei, drei. Die Kisten heißen so. Also Zwedorf, etc. Genau. Es gibt so ein paar Trivias einfach da drin, die wir im täglichen Leben, die uns immer wieder fahren. Reinigt bitte, wenn ihr was macht. Es ist vollkommen egal, was ihr tut, ob das eine Multimodenverbindung ist, eine Singlemodenverbindung. Reinigt jede Steckverbindung. Diskutiert bitte nicht darüber, macht es.
Es erspart euch diese Reinigungsstifte, die kosten irgendwie 40, 45 Euro. Für das könnt ihr euch nicht mal einmal ins Auto setzen und irgendwo hinfahren, um zu merken, die Verbindung ist schlecht, weil der Stecker nicht gereinigt ist. Das sind diese 10 dB Power Budget, die wir euch gerne immer mit einrechnen, über die wir vorhin gesprochen haben. Grundregel in OSA ist immer besser als ein Pegelmesser. Ein Pegelmesser ist aber besser als gar nichts. Das heißt, wenn ihr heute versucht, irgendwas einzupegeln, versucht immer irgendeinen referenzierbaren Wert zu kriegen oder irgendeinen abwertbaren Wert. Ob das aus einer Shell irgendwo ist, die sagt irgendwie Show Transceiver Information, Show Port Information oder was auch immer, dass der einfach sagt, wie sieht mein Pegel an der Optik aus, was muss ich vielleicht tun, muss ich noch irgendwas bedämpfen. Das ist in der Tat eine Fotomontage, die ist bei mir im Keller entstanden. Ich fand es bloß so schön. In dem Fall kaskadiert bitte keine Dämpfungsglieder. 3x3 dB sind niemals 9 dB. Sie sind messbar mal 21 dB, mal 23 dB, 2 mm höher sind es dann mal 17 dB. Macht es bitte nicht. Das ist einfach bloß eine ganz warme Empfehlung dahin. Ja, Trivia Nummer 1. Trivia Nummer 2, mir fiel das irgendwann später wieder ein. Ich habe mal für einen Carrier gearbeitet, der hatte ein sehr ambitioniertes NOC. Die haben immer mal gern nachts um 2 angerufen und gesagt, sag mal, Marc, können wir eigentlich das Ticket zumachen, das du irgendwie vor 4 Wochen erstellt hast? Ist nicht so schlimm, dass du angerufen hast. Ich war sowieso was, Telefon hat sowieso gerade geklingelt. Genau, das war kein Hamster. Das ist ein schönes CWDM-System, was wir betrieben haben zwischen Hamburg und Dänemark. Man sieht es da oben noch. Es kam ein Anruf, waren verschiedene Wellengänge weg. Nachts ins Auto gesetzt, war irgendwie morgens 2:15. Itzehoe ist von Hamburg nicht ganz so weit weg. Ich wohne im Hamburger Westen, deswegen habe ich diese Fahrten immer gewonnen. Also Itzehoe ist ja gerade im Westen von Hamburg. Du machst die Tür auf, du wunderst dich irgendwie, machst dein Reck auf, siehst das, guckst auf den Boden, findest das. Ich habe die Maus später auf die Schaufel gelegt, aus Pietätsgründen. Aber ihr kennt das ja eher schon vom Camp, also insofern ist ja nichts Neues. Ne? Genau. Und ja, das war das Thema zum... Das war kein Hamster. Ansonsten würde ich mal zu einer der letzten Folien übergleiten. Das sind immer die. Das ist ein hässlich, ne? Kriegt man bei 123gifs.com. Habt ihr momentan Fragen? Oha. Ich glaube, wir brauchen mal so ein Mikro. Irgendjemand. Es gibt ein Mikro, dann muss man nichts wiederholen. Aber egal. Mich würde mal interessieren, mit welcher Leistung so ein Sendelaser eigentlich arbeitet. Milliwattbereich, 2 Milliwatt, sowas. Kommt drauf an, aber. Die Gegenfrage, die wir eigentlich auch noch stellen wollten, was ist denn eigentlich so die typische Länge, die ihr mal übertragen habt mit so einer Optik? Sind das 10 Kilometer, 40 Kilometer, 80 Kilometer? Wir machen einfach mal den Test. Wer hat denn schon mal einen Link mit mehr als 10 Kilometer selber gebaut? 20? Okay, es sind eh die Leute, die man kennt. Ja, vergesst es einfach. Du könntest jetzt noch den Brisbane Hamburg-Knacker bringen oder so. Genau. Kai hat den größten, wir haben es verstanden. Das Mikro ist wo mittlerweile? Ja. Sehr gern. So, ja, vielen Dank zum Vortrag. Kurze Frage, ich habe jetzt meinen Glasfaser von Lille, Frankreich bis zum New York in die USA. Wie mache ich meine Repeater da und wie kann ich den Strom inzwischen mittels den Atlantik bringen? Darüber habe ich in der Tat mal einen Vortrag gehalten, letztes Jahr in Berlin, über das Thema Seekabel und deren Infrastruktur. In dem Fall bekommst du, wenn du heute so ein Link in Transatlantik oder eine transpazifische Verbindung oder was auch immer betreibst, übergibst du den Service an einen Betreiber. Das könnte zum Beispiel die Level 3 sein. Das sind verschiedene andere Konsortien, Deutsche Telekom, KPN, wie auch immer. Die betreiben Seekabel, die haben dann so schöne Namen wie AC1, also Atlantic Crossing, oder TAT, Transatlantic Telephone Cable. Die zählen dann inkrementell hoch. Aktuell haben wir, glaube ich, die TAT 14. Du übergibst denen diesen Dienst als Service, als Ethernet-Service, als SDH-Service, was auch immer. Dieser Dienst wird typischerweise am Ende so einer Seekabelverbindung, da gibt es in Deutschland, haben wir Stand heute 3 Seekabel entstellen. Einer davon steht in Norden, in Norddeich. Die andere steht in Westergarn auf Sylt, der Stephanstraße 15. Das war die wir vorhin gesehen haben auf dem Foto. Kurze Trivia dazu, ich habe meiner Familie damals erzählt, dass wir einen Ausflug nach Sylt machen. Ich wohne in Hamburg, das ist nicht ganz so weit. Sie haben erst später verstanden, dass wir Seekabel suchen gehen. Das fanden sie dann irgendwie relativ ungünstig, weil irgendwie musste ich die da hingucken.
Und die andere steht in Rostock in Markgrafenheide, da landen aktuell Kabel aus dem Baltikum an. Du übergibst den Service dort, da steht am Ende des Tages eigentlich nichts anderes als ein Wellenlängensystem. Dieses Wellenlängensystem wird ganz normal auch, also dein Dienst wird auf Filter eingekoppelt. Es kann sein, dass das ältere Wellenlängensysteme sind, die vielleicht mit 80 Kanälen arbeiten. Du hast in so einem Seekabel typischerweise 4 Faserpaare. Und durch dieses, durch den Multiplikator, also quasi, was kann ich auf einem Faserpaar praktisch transportieren, mal die Kapazität oder mal der Redundanzfaser, die da vielleicht noch drin liegt, kannst du diese Kapazität kaufen. Das Repeatern findet in der Tat auch statt. Das heißt, das sind große Repeater-Muffen. Die sind, gefühlt sehen die aus wie so eine Fliegerbombe, die keiner gehoben hat vom Boden. Und die sind gleichspannungsmäßig versorgt. Tatsächlich, also vom einen Ende und vom anderen Ende. Und damit kann man tatsächlich Verbindungen knappe 5000 Kilometer, 6000 Kilometer überbrücken. Die Repeater liegen aber dennoch alle 80 bis 100 Kilometer auf dem Meeresboden. Wenn da Interesse dran besteht, ich habe, wie gesagt, letztes Jahr dazu einen Talk gehalten, da gibt es auch Foliensätze dazu. Gerne mal verschicken. Okay, schick mir eine E-Mail dazu und dann, genau. Ja, es gibt auch das Video vom von dem Hai, der ins Kabel beißt. Aber wisst ihr eigentlich, wer der größte Feind des Seekabels ist? Nein, der Kabeljau. Bereut ihr es schon, gekommen zu sein? Ja. Genau. Wer wollte mehr davon? Es wird aber auch nicht mehr schlechter jetzt. Also von daher. Wurde eigentlich in so einer Hütte da am Rande der Autobahn schon mal irgendwelche Zusatzhardware gefunden, die da nicht hingehört? Nein. Wieso solltest du in so eine Hütte gehen, wenn du einfach die Faser 80 Kilometer im Boden hast? Ja? Also da würdest du nicht so eine Hütte aufmachen. Das findet ja nur jemand. Also du meinst, man buddelt lieber dazwischen, weil das unauffälliger ist, oder wie? Das ist eine durchaus, interessante Diskussion, die wir da jetzt starten könnten. Wir vermieten eine Infrastruktur. Das ist tatsächlich so. Wir vermieten eine aktive Infrastruktur, bei dem ich aber nicht kontrollieren kann, was der Kunde tut. Wenn es heute eine Anforderung gibt, Thema Legal Interception oder wie immer man es irgendwie benennen will, an einen Carrier, dann kriege ich das typischerweise nicht mit. Mit dem Hintergrund, ich habe eine Faser, die vermiete ich und mehr tue ich nicht. Das heißt, was der Kunde in seinem Rack hat, entzieht sich tatsächlich meiner Kenntnis oder was er damit tut. Und offen gesagt, ich will es auch gar nicht wissen. Aber dein Punkt mit, das war ja quasi jetzt Lawful Interception, ja, Kunde baut irgendwas ein, dass die Faser ablutscht. Unlawful Interception, wie gesagt, würde ich, glaube ich, wenn ich es machen würde, nicht in so einer Hütte machen, wo es jemand auffällt, sondern irgendwo zwischendrin. Gibt es denn also Verfahren wie Biegekopier oder irgendwas, wo man quasi an Muffenstandorten etc.? Wie lange braucht man eigentlich, um so eine Faser zu unterbrechen, was reinzuhängen? Ja, jetzt müsste ich die ketzerische Frage stellen, putzt du vorher oder putzt du nicht den Stecker? Weil dieses Delta ist bewertbar. Wenn du nur steckst, geht das relativ schnell und dagegen kommt, wenn du natürlich die Fasern ordnungsgemäß putzt, irgendwie kann da schon mal eine Minute drauf gehen, genau. Du willst sie aber eigentlich gar nicht unterbrechen, weil das fällt ja jemand auf, sondern du biegst die einfach und dann streut da Licht raus. Also Thema Biegekoppler. Ja, es gibt Biegekoppler tatsächlich. Die biegen die Faser so weit an, dass du halt einen gewissen Ausbruch des Lichtes hast. Habt ihr bei euch ein permanentes Measurement mit laufendem Netz, also so einen OTDR, dass man halt sehen würde, wenn ein Biegekoppler mit auftaucht? Du kannst. Ja. Nein. Du kannst das kaufen, ja. Also für den Kongress hatten wir es nämlich mal überlegt, ob halt, wenn wir aktives WDM haben, permanenten OTDR mitlaufen lässt, damit wenn was ist. Aber. Also wir haben in der Tat ein aktives OTDR in unserem Netz. Wir haben Stand heute in diesem Netz, was ich betreibe, also ich arbeite für die Gasgarn, machen wir auch kein Geheimnis draus. Wir haben Stand heute eine Rohrinfrastruktur von ca. 13.000 Trassenkilometern in Deutschland, das sind ca. 35.000 Kabelkilometer. Auf diesem Netz haben wir aktuell ca. 5.000 Kilometer komplett beleuchtet mit einem DWDM-System. Diese 5.000 Kilometer teilen sich typischerweise so in 80 bis 100 Kilometer Spans auf. Und wir haben allerdings nicht auf den kompletten Fasern im Netz, weil das irgendwann exorbitant bescheuert teuer ist, sondern immer nur auf der Wirknetzfaser. Also tatsächlich auf der Faser hin und zurück. Also A-B-Richtung gibt es einen sogenannten OSC, das ist der Optical Supervisory Channel. Da läuft ein OTDR drauf, mit dem ich dann aber auch proaktiv zum Beispiel einen Kabelschaden erkennen kann. Das heißt, wenn heute irgendein Impact im Netz passiert, jeden Morgen steht irgendein betrunkener Baggerfahrer auf, ohne despektierlich wirken zu wollen. Aber das passiert, der denkt sich, geil, ich greife hier mal in die Trasse rein.
Und das können wir tatsächlich aktiv, das wird aktiv monitoriert. 24/7, 365. Ja, ansonsten, man kann auch auf Layer 1 zum Beispiel noch verschlüsseln, wenn man dann noch Paranoia drauf möchte. Also da sind, glaube ich, den Paranoia-Grenzen keine, der Paranoia keine Grenzen gesetzt. So. Die Hersteller der WDM-Systeme kommen aus China, aus Israel und aus den USA. Jetzt könnt ihr euch überlegen, mit wem was weniger beschissen ist dabei. Wisst ihr, wie man Laser so modelliert, dass man so hohe Übertragungsraten pro Wellenlänge hinbekommt? Was heißt so hoch? Also, ihr habt ja irgendwie von 100 G oder sowas pro Farbe. 100 G machst du an und aus. Okay, das geht. Interessant. Drüber wird's dann schwieriger. Also QAM 16, DP, QSK und so weiter. Je nachdem, was du möchtest. Okay. DQP. Klar. Machen wir gerne, müssen wir uns mal kurz drauf vorbereiten. Nochmal eine Frage, weil ihr vorhin so eine Folie hattet, wo so eine Dreieckwelle drauf war von dem Laser. Und darunter waren so zwei Wellen von zwei Graphen von so, wo so Repeater dran stand. Jetzt würde mich mal interessieren, was repeaten die eigentlich? Also interpretieren die wirklich das Bitlevel oder interpretieren die einfach oder verstärken die einfach nur? Nee, die verstärken in der Tat nur das Licht. Also wir haben dort keine elektrische Wandlung des Signals, sondern wir geben quasi Licht in den Pumplaser und braten sie auf der anderen Seite verstärkt wieder raus. Ja, ihr habt diese schönen Warnschilder da auf einigen Folien gehabt. Wie ist denn das jetzt, wenn man da rumhantiert mit? Ist das gefährlich? Kann ich da reingucken? Ja. Ist das doof? Und ja. Also theoretisch ist alles Klasse 1M, also quasi dein CD-Spieler. Aber auch nur, wenn es zu ist. Also bitte einfach mit dem einen Auge, das ihr noch übrig habt, nicht in die Faser schauen. Genau. Also hatten wir ja geschrieben, please take care of the remaining eye. Ja. Nee. Immer selber Augen nutzen, genau. Dann kann man auch nochmal ein Auge zudrücken und so weiter. Und dann, genau. Nee, in der Tat ist es so, also ich habe relativ viele Netze gebaut in meinem Leben vom Thema der Infrastruktur einfach und habe auch damit irgendwie viele Kabelschäden begleitet, auch von Tiefbauern. Du kommst da hin, die sagen, das war schon so. Sag mal, kann ich mir so nicht ganz vorstellen, aber wir können ja mal gucken. Und dann siehst du so diese hilflosen Menschen irgendwie, die mit ihrer Schaufel da stehen und die haben das Kabel in der Hand und sagen, da ist ja gar nichts drin, das hat ja gar nicht gefunkt. Oh, heute Abend hast du Kopfschmerzen, denk dran, ne? Genau. Also guckt bitte niemals irgendwie in so einen Stecker rein, um zu prüfen, ob da Licht drauf ist. Kauft euch ein Pegelmesser, die kann man günstig erwerben. Genau, bei 1550 sieht ihr eh nichts, wie Starbucks sagt. Genau. Was man tun kann zur Abhilfe, wir wissen, dass es bei Samsung-Handys funktioniert, es ist kein Iris-Scanner, die Iris ist dann ohnehin weg. Bei iPhones, irgendwie der Generation 5 und 5S, hat es nicht funktioniert. Man kann tatsächlich den, bei Multimoden-Verbindungen geht es, wenn ihr nicht direkt reingucken wollt oder wie auch immer, ihr könnt das Ding vor die Kameralinse halten, dann seht ihr das relativ gut auf der Signal. Bei 1310 geht es auch nicht, nee, genau. Bei 1515 geht es also nicht. Also 850 geht definitiv noch, aber wenn du halt nicht irgendwie direkt reingucken willst, bei 850er ziehst du ja typischerweise. Okay. Wenn ihr jetzt CWDM macht mit verschiedenen Farben, gibt es da Unterschiede zwischen den Farben, wie gut die performen? Gibt es da irgendwie Korrekturen dran? Das kommt auf deine Faser an. Also es gibt Fasern, die haben ein sogenanntes Waterpeak, da geht's dann halt, also hast du ein Spektrum quasi, wenn du von der Dämpfung dir anschaust, geht irgendwie so und dann geht's einmal kurz hoch und geht wieder weg. Generell, je höher du in deiner Wellenlänge bist, desto besser ist deine Dämpfung, aber das kommt wirklich komplett auf die Faser an, die du da hast. Also da braucht ihr keine Geräte, die das irgendwie dann wieder rausrechnen oder halt korrigieren, sondern das muss man einfach darauf achten, dass es eine gute Faser ist quasi. Ja und nein, also es kommt dann auch drauf an, über welche Strecke reden wir hier, weil dann haben wir eben so optische Effekte wie chromatische Dispersion, sprich das Licht ist, ne, oder steht schnell und so weiter, die man da rausrechnen könnte. Also es ist wirklich von Fall zu Fall unterschiedlich. Ich sag jetzt einfach mal, wenn du bis 40 Kilometer gehst und dein optischer Pegel passt, dann wird das funktionieren. Also bis 40 Kilometer kannst du dich einfach mal auf deinen optischen Pegel verlassen. Danach willst du vielleicht nachgucken, was da noch so in der Physik alles geht. In dem Weitverkehr ist es so, dass wir bei den längeren Strecken, die wir jetzt haben, bei diesen typischen N mal 10G-Netzen, respektive diese 80 oder 40 oder 80-Kanal-Netze, da fügen wir tatsächlich eine Dispersionskompensation zu,
weil wir mit Standard-Single-Mode-Fasern arbeiten. Es gibt dispersionskompensierte Fasern, die wollen wir eigentlich in diesen Netzen gar nicht, weil wir sie händisch kompensieren. Und in dem Fall fügt man quasi eine Faser dazu, die hat im Verhältnis 1:8 der Länge, die du quasi versuchst zu kompensieren. Das heißt, du hast so eine Spule und wenn du eine 80-Kilometer-Faser hast, dann hast du typischerweise 10 Kilometer Faser aufgewickelt. Das ist so eine kleine Spule am Ende des Tages nur, die du davor schaltest, um quasi diese Laufzeiten auszugleichen. Nennt sich dann Dispersionskompensation. Du brauchst aber auch zwingend keine Faser dafür, sondern geklippte Fiberbreak-Gitter. Aber genau. Wir halten da nochmal einen Talk zu, was da eigentlich noch so geht. Okay, einigen wir uns darauf. Haben wir noch Fragen? Ja. Ich habe auf einer der Folien gesehen, 1500 Nanometer, das heißt, wir liegen da mit dem Laser im Infrarot irgendwo. Genau. Wieso fiel die Wahl da drauf? Ist das Glasfaser abgestimmt auf Infrarot oder was würde passieren, wenn man jetzt einen Rotlichtlaser benutzen würde? Ja, also früher gab es eben diese Faser, wie ich vorhin kurz angeschlossen hatte, mit diesem Waterpeak und man hat dann einfach was genommen, was rechts von diesem Waterpeak sitzt, um da eben sauber arbeiten zu können und die Dämpfungseigenschaften waren da einfach am besten. Also dieser Waterpeak zeigt nichts anderes, als dass die Faser genau in dem Bereich eine verhältnismäßig hohe Dämpfung hat und man bewegt sich eben in diesem sogenannten C-Band, es gibt noch L-Band dazu im Single-Mode-Bereich und das bewegt sich im Infrarot-Bereich in der Tat richtig und das ist so typischerweise der am verhältnismäßig geringsten bedämpfte Bereich in diesem Spektrum. Eine kleine Anmerkung zu diesem Waterpeak. Also was das beschreibt, ist einfach nur, dass die Faser bei der Herstellung einfach durch Wasseratome verunreinigt ist. Und noch eine Frage. Habt ihr euch mit einem Raman schon mal irgendwelche Patches verbrannt? So. Ist euch das schon mal passiert? Ja, es ist ein Effekt, der heißt Fiberfuse. Genau, also Raman, für die es nicht wissen, das ist ein starker Verstärker. Und wenn dann Dreck auf der Faser ist, dann schmilzt es die mal sehr gerne zusammen. Also ich hatte das aus Erzählungen gehört. Ich habe selbst noch nicht gesehen. Das ist ein Effekt, der heißt Fiberfuse. Wir setzen bei uns in den Netzen speziell markierte Stecker ein. Das heißt, die haben eine rote Kappe vorne mit drauf. Und die haben also eine sehr, sehr hohe Rückflussdämpfung, respektive irgendwie zeigt es einfach schon deutlich darauf hin, dass eben in diesem Netz ein Raman-Verstärker verbaut ist, der eine extrem hohe Sendeleistung hat. Damit kann man natürlich auch unheimlich lange Strecken unrepeatert überbrücken oder also auf Verstärkerstandorte verzichten. Allerdings ist der Pegel halt extrem hoch und wenn man den Stecker dann zum Beispiel nicht putzen würde, weil da ein Staubkorn oder irgendwas drauf ist, neue Patchkabel sind auch immer zu putzen, auch wenn man denkt, die kommen aus einer Tüte, die hatte auch schon mal jemand in der Hand, der vorher vielleicht eine Pizza gegessen hat oder sonst irgendwas. Und dann gibt es diesen Effekt des Fiberfuse, das heißt, diese Faser, die fängt an zu brennen. Also da brennt sich die Faser ins Kabel 2 bis 3 Meter teilweise zurück rein. Und dann kannst du das Kabel einfach abschneiden und sagen, war schön mit dir, ich speise dich mal neu. Was sind denn so Maximalstrecken, die man dann unverstärkt übertragen kann? Es ist systemabhängig tatsächlich. Keine Ahnung, also wir hatten neulich mal die Idee, dass wir von Frankfurt nach Leverkusen was bauen. So 260 Kilometer kannst du eigentlich ohne einen Zwischenverstärker bauen. Dann kaskadierst du aber auch Verstärker, das heißt, du hast einen Raman und dann hinten dran nochmal 1 bis 2 EDFAs. Das kommt dann wirklich drauf an, was du da machst und auch, ja, was die Technik gerade hergibt. Und dann musst du doch auf die Gunst deines Netzbetreibers eingestellt sein, genau, weil also dir das gestattet quasi. Eigentlich erlaubt euch niemand, Ramans zu benutzen, weil da müssen dann halt auch wirklich die Leute, die die Faser auftrennen, um eben zu spleißen oder sonst irgendwas im Störfall, echt wissen, dass da ein Raman drauf ist, weil sonst kann es ganz schön böse enden. Also fürs Augenlicht von den Leuten. Die trennen die auf, wenn die noch aktiv ist, die Faser? Im Zweifel trennt der Bagger die halt auf, wenn die noch aktiv ist. Genau, und wenn es dann halt keinen Laser-Shutdown gibt, weil man gesagt hat, irgendwie geiles Feature, kann ich mal aufschalten. Mal gucken, was passiert. Noch Fragen? Okay, ansonsten, wir akzeptieren auch, wie kommt... Ja, noch eine mehr. Habt ihr jetzt wahrscheinlich implizit schon beantwortet. Also wenn irgendwo dann mal der Bagger kommt, das heißt, dann möchte man alle Laser ausschalten, bis das gespleist ist und dann geht's wieder an? Oder wie ist das in der Realität üblicherweise gebaut? Also wir halten es bei unseren Systemen so, dass wir typischerweise ein ARS haben, also ein Automatic Laser Shutdown. Der hat eine definierte Zeitdauer, die kann von 50 Millisekunden sein, die kann bis zu einer Sekunde sein, die kann 5 Sekunden sein. Und der war einfach eine Zeitspanne definieren, wenn kein verwertbares Signal mehr ankommt, fahr den Laser quasi runter.
Das haben wir bei unseren Systemen auf der Netzseite, also auf der Gantt-Seite, grundsätzlich aktiviert. Was die Kunden darauf machen, wir empfehlen es den Kunden natürlich, das zu tun. Kannst niemanden hinter den Kopf gucken, ne? Man kann eh nicht speisen, wenn noch Laser drauf ist. Klar kannst du speisen, wenn noch Laser drauf ist. Du kannst keine OTDR-Messung machen, wenn noch ein Laser drauf ist, aber speisen hält dich. Schwerstgerät ist das Wumpe. Das Schwerstgerät ist ein mechanisches Instrument, das sagt halt irgendwie, ich brate die beiden Faserenden zusammen. Nee, das koppelt ja auch nicht eins. Das ist ja relativ sichtbar, dass ich das hier einkoppeln. Genau. Aber du kannst speisen unter Signal. Also ja, geht. So, noch Fragen? Ansonsten, wir akzeptieren auch, wie kommt der Chunk zu uns beiden und nicht nur, wie kommt das Licht von A nach B. Ansonsten würden wir uns echt freuen, euch auf der DENOC zu sehen. Die ist dieses Jahr in Darmstadt. Ist so für Menschen, die was mit Netzwerk machen, eine tolle Konferenz. Kommt sehr gerne vorbei. Ja, und das war's dann. Viel Spaß.